Herzlich willkommen zu diesem Beispiel zu Exponentialfunktionen. Ein Modell zur Beschreibung des Luftdrucks in Abhängigkeit von der Höhe ist die sogenannte barometrische Höhenformel, die hier als Funktionsgleichung einer Exponentialfunktion gegeben ist. Wir sollen nun einerseits zeigen, dass P0 tatsächlich der Luftdruck auf Höhe des Meeresspiegels ist und andererseits sollen wir diejenige Seehöhe berechnen, bei der dieser Luftdruck genau die Hälfte von P0 beträgt. Beginnen wir mit dem ersten Bullet Point und zeigen wir also, dass P an der Stelle 0 genau P0 ergibt. Dazu setzen wir 0 einfach oben in diese Funktionsgleichung, die gegeben ist, ein. Also P0 ist gleich P0 mal E hoch minus 0 durch 7991. 0 dividiert durch eine andere Zahl ergibt klarerweise 0. E hoch 0 ergibt 1. Das heißt, was hier rechts steht, ist nichts anderes als P0 mal 1, also wieder P0. Damit haben wir den ersten Bullet Point schon erledigt. An der Stelle 0 ergibt sich tatsächlich der Wert P0. Zweiter Punkt, wir sollen nun berechnen, wo dieser Luftdruck auf die Hälfte von P0 gesunken ist. Das heißt, es geht um die Gleichung P von H ist gleich P0 halbe. Die sollen wir also lösen und das entsprechende H herausfinden. Dazu setzen wir für P von H ein, unsere gegebenen Funktionsterm P0 mal E hoch minus H durch 7991 ist gleich P0 halbe. Wir können auf beiden Seiten der Gleichung nun P0 dividieren. Es bleibt E hoch minus H durch 7991 ist gleich 1/2 übrig. Nun wenden wir auf beiden Seiten der Gleichung den Logarithmus an, wobei wir, weil wir die Basis e gegeben haben, den natürlichen Logarithmus anwenden. Ln e hoch minus h durch 7991 ist gleich ln 1/2. Nach den Rechenregeln für den Logarithmus können wir nun die Hochzahl nach vor ziehen, minus h durch 7991 mal ln e ist gleich ln 1/2. Ln von e ist aber nichts anderes als 1 und multiplizieren wir nun noch mit 7991 bzw. gleich mit minus 7991, so können wir die Gleichung für h richtig setzen mit ln von 1/2 mal minus 7991. Das kann man nun ganz einfach mit dem Taschenrechner berechnen und es ergibt sich letztlich ein Wert von 5538,9, gerundet 5539 Meter. Bei dieser Höhe haben wir es also zu tun mit dem halben Luftdruck vom Luftdruck auf Meereshöhe. Somit haben wir dieses Beispiel richtig gelöst.